Eine Ära geht zu Ende. Elfi Schnackenberg hat nach rund 600 Siegen auf der Flachen und mehr als 150 Erfolgen über Sprünge mit sofortiger Wirkung den Trainerstab an Sohn Oliver Schnackenberg übergeben. Damit übernimmt der 35-Jährige das Training der 11 Pferde auf der Trainingszentrale in Bremen-Mahndorf. In Katar kommt der ehemals von Andreas Wöhler trainierte Marasim immer besser in Schwung. Für die Al-Wasmiya-Farm lief der Hengst in einem 1850-Meter-Rennen auf Gras zum wiederholten Mal auf Rang 3, nur knapp zwei Längen hinter dem Sieger Flight Coast. Für die mit His Highness The Amir Trophy über 2400 Meter sind deutsche Cracks genannt. Henk Greves Derby-Sieger von 2021 Sisfahan, Peter Schirgens Wildman, Andreas Suboritschs Best of Lips und Andreas Wöhlers Bukhara könnten am 18. Februar in Katar laufen. Allerdings könnten Sisfahan, Wildman und Best of Lips auch beim Saudi Cup an den Start kommen.